Camper Freaks. So, hinter der Kamera wie immer die Tanja, vor euch der Perry von den Camper Freaks. Ihr seid auch Camper Freaks. Ja, wir fahren jetzt zum Castle, zu einer Burg. Die ist ganz in der Nähe. Da werde ich jetzt auch ein paar Drohnenaufnahmen machen. Werden wir das anschauen und da werden wir gleich mal gemeinsam schauen, ob das was für Camper Freaks ist. Vorne ist das Castle. Jetzt ist es wieder weg. Und jetzt wieder da. Da vorne ist es. Da fahren wir hin. Das ist das Castro Chiellini, wir sind jetzt oben. Ja, war schön hoch. Also was heißt schön hoch? Also es geht halt gut hoch. Da haben wir die griechische Flagge. Schöne Drohne, aber das ist nicht meine. Muss man bezahlen, Eintritt, keine Ahnung. Aber schon beeindruckend. Ist schön. So die eine Ecke. Und dann nochmal. Dann schauen. Also das mit dem hat jetzt nicht geklappt, weil da darf ich nicht mit der Drohne und die hatten schon zu. Deshalb hier mal ein geiler Hotspot, Camperplatz für euch. Olympia Hotel Spa heißt das, ja, aber ich würde euch das nochmal unten in die Infobox einfach schreiben, wo das genau hier ist. Und ich gehe jetzt auch mal ein bisschen näher dran am Strand. Da stehen die Camper hier so und hier geht's ans Meer. Hier steht normalerweise ein Riesenzelt bzw. ja, so ein Food Truck, aber etwas größeres. Und ja, da oben sitzt auch jemand. Also sowas letztes Jahr im August hier. Richtig schön, das Meer ist auch, es geht auch ewig lang, es ist flach. Hier sind noch ein paar Liegen, also man kann hier schon was buchen oder sich hinsetzen. Da ist auch jemand, kassiert ab. Das ist vom Olympia Hotel, kann ja mal nachfragen. Ich habe jetzt mit einer super netten Dame da vorne gesprochen, Hotelangestellte, die sich hier aber um den Strandabschnitt kümmert. Das wird hier nämlich vom Hotel Olympia, wie gesagt, ich blende euch das dann in der Infobox ein. Drohnenaufnahmen hätte ich machen können, überhaupt kein Thema, aber ich habe jetzt gerade überhaupt keinen Bock. Übrigens hier nochmal, ich drehe nochmal die Kamera, da seht ihr es. Hier kann man stehen, hier hat man noch genug Platz. Hier stört man jetzt auch keinen, weil keiner da ist. Also das ist hier erlaubt. Was es kostet, keine Ahnung. Ich glaube gar nichts. Ich glaube, das ist hier for free. Aber da, wie gesagt, kann man die liegen. Die kosten aktuell jetzt 5 Euro. Und dazu gibt es noch ein Getränk bzw. Kaffee, je nachdem, was man haben möchte. Für den ganzen Tag aber auch, nicht nur für ein paar Stunden. Und ja, Drohnenaufnahmen mache ich entweder noch ein paar morgen, wenn wir nochmal herkommen. Ja, wir wollten einfach nur mal schauen, was hier so los ist. Und das normalerweise steht da hinten, wie gesagt, so ein Foodtruck, so was Größeres oder ein Aufbau. Ich weiß nicht genau, da haben sie mehrere Sachen gehabt, aber alles super cool. Und da hinten sind noch mehr liegen. Aber da wir jetzt noch Ende Mai haben, denke ich mal so ab Juni, Mitte Juni wird dann alles wieder da aufgerichtet, aufgebaut. Und darauf freuen wir uns sehr. Und wenn wir es packen, sind wir morgen noch mal hier, ansonsten nächste Woche noch mal und ja, aber der Platz hier ist mega. Ich sehe auch, der ist relativ gerade für Camper zum Beispiel, die keine Auffahrkeile haben, so wie ich letztes Jahr.
So, das war's mit diesem Video. Tut mir leid, wegen der Feste und wegen dem Castro. Chiellinis hat leider nicht geklappt. Ich weiß nicht, ob ich jetzt, morgen werde ich sowieso nicht, da haben wir was anderes vor. Dazu gibt es aber auch noch ein Video, was morgen betrifft. Ja, ob ich das nochmal besuchen gehe, weiß ich jetzt nicht bestimmt. Aber das war schon heute enttäuschend. Vor allem der Herr da am Häuschen war auch super nett. Hat aber gesagt, keine Drohnenaufnahmen, nur mit Erlaubnis von irgendeiner Schwachsinnsbehörde. Deswegen, gut, ist halt so, muss ich akzeptieren. Eintritt kostet es auch. Kann morgen ab 8 Uhr da hingehen. Aber wie gesagt, ich schaue es mir mal an. Muss ja nicht immer Drohne sein, aber wäre einfach cool gewesen, weil es einfach ein wunderschönes Bauwerk ist. Gut, müssen wir dann mal schauen. Also, wenn euch das Video gefallen hat, wie immer, lasst mal ein Like da, ein Abo sowieso, aktiviert die Glocke, damit ihr auch gar kein Video mehr verpasst von den Camperfreaks. Ihr wisst ja, ihr seid auch Camperfreaks. Und ja, bis zum nächsten Video. Bye, bye aus Griechenland.